Der saudische Thronfolger Prinz Mohammed bin Salman hat bei seinem Besuch in Ägypten die Türkei heftig kritisiert. Das hat zu Spannungen zwischen beiden Ländern geführt. Nach einem Bericht von CBC soll Salman gesagt haben, dass Saudi-Arabien und Ägypten von einem teuflischen Dreieck bestehend aus der Türkei, dem Iran und Terrororganisationen bedroht wird. Zudem soll Erdogan versuchen, ein neues osmanisches Kalifat zu errichten.